Hallihallo und willkommen zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Heute mal ein Tutorial. Oh, bist du unscharf? Oh, dein Bild ist unscharf. Naja, eigentlich brauche ich gar kein Bild, damit ihr das besser sieht mit dem. So. Hier stehen sie. Rechts der IN92 oder MAN NL. Der Solarbus. Hier haben wir dann noch den Gelenkbus, IN92. Ich denke, wir haben nicht die Bezeichnung, weil das am schönsten ist. So. Hier eigentlich fast dasselbe ist wie. So. Wir mal wieder an Cockpit. Bin gerade weg. Zeiger sieht man. Passt. So. Ah. Wo fangen wir an? Ach, fangen wir mal wieder an. Mit der. Mit der Bremse. Wie immer links dieser Hebel. So ist die angezogene Bremse. Und die freigeschalten. Neben ist dann das Thermometer. Den gerade nochmal. Und dann haben wir hier Seitenkonsole. Dieser Knopf ist, wenn man den Bus in einem über 45 Grad Winkel in das Gelenk dazu, wenn das Gelenk hier 45 Grad hat, eingeknickt ist eine Sicherheit drin, dann schaltet der ab. Dann drückt man hier auf diesen Knopf und es überbrückt den Knickschutz und dann kann man rückwärts fahren oder auch vorwärts fahren. Dann haben wir hier noch diesen Knopf. Da meinen immer manche, das ist die Heizung oder sowas. Nein, das ist für die Behindertenrampen, für die Rollstuhlrampen. Die man hier ein- und ausschalten kann. So ist an und der Hebel nach oben ist aus. Dann haben wir hier wieder Cockpit, ist halt normal die Anzeigen, Batterie, Wassertemperatur, Druck, aber die funktionieren nicht. Naja, doch, die Druckanzeige funktioniert und ich glaube, die Tank funktioniert noch. Dann haben wir hier oben wieder unsere ganzen Lichter. Die Batterie, Licht, Park, Öl, die Druckluft. Dieses ist vorglühen. Bei einem Diesel muss man nämlich vorglühen, weil sonst springt er nicht an. Ich bin auch schon Diesel gefahren und da habe ich das. Da ist auch so ein oranges Lämpchen kommt, wie gleich weiter dreht. Und dann ist halt. Hat er halt ein bisschen gemacht. Und dann ist er schon mal angesprungen. Ein bisschen bunt. Und ist schon angesprungen. Hat zwar bisschen geraucht. Da hat die ganze Garage voll geraucht, aber ist angesprungen. Dann haben wir hier unser Licht. Hier oben wieder Licht. Das ja, die Maus sieht man. Blinker. Kinderwagenschein. Ist die mittlere Tür. Die hintere Tür. Beim IN92
fehlt dieser Knopf, weil wir ja keinen Knickschutz haben, weil wir ja kein Gelenk dran haben. Was ist, wenn das Getriebe und ab und zu leuchtet es auf? Na, ich glaube dann mit dem Getriebe, dass er ein bisschen zu schnell, dass er da so überlastet ist, das Getriebe. Ja, ich trinke jetzt mal. Muss mal wieder was trinken. Daneben haben wir die ABS-Schaltung, ABS-Knopf. Wenn man ins Glatt ist und man drückt die Bremse kräftig rein, dann blinkt das ABS auf. Das heißt, die Reifen blockieren nicht, sondern die stottern dann. Geht die Bremse wieder kurz raus, dann dreht sich der Reifen wieder und dann bremst er wieder. Und dann geht halt so lang, bis er steht. Dann haben wir hier einen Not, aber das geht nicht. Not-Aus-Knopf. E-Gas geht auch nicht. ASR, Anti-Schlupfriegelung. Im Winter muss, dass die Räder nicht durch, das ist, dass die Räder nicht durchdrehen. Dem Audio geht, ja, Audio geht auch noch. Dann haben wir hier das Lämpchen für den Knickschutz. Ja, man sieht's. Und dann haben wir hier noch, wenn die Behinderten, das ist die, wenn die Behindertenrampe rausgefahren ist, dann leuchtet es. Das sehen wir ja dann schon. Und halt hier wieder die ganzen Knöpfe, Licht, Fahrerlicht, vorne ist Licht, Mitte ist Licht. Da haben wir wieder einen neuen Knopf, Healing. Dann, wenn man drauf drückt, dann geht der Bus rechts, denkt er sich dann, damit die Leute besser einsteigen können. Dann haben wir die Knöpfe, die machen wir nachher. Standheizung. Es ist wieder alles hier Heizung, Scheibenheizung, Spiegelheizung, Kinderschalter, da ist ASR aus dem Aus- und Einschalten. Und diese Knöpfe sind für die vordere Behindertenrampe. Kann es euch zeigen? Dazu werfen wir mal Elektronik an. E. Dann M für Motor. Drücke ich hier diesen Knopf. Dann stelle ich den Knopf ein. Und dann kann ich, nachdem ich natürlich Ampel lasse. Also, man muss natürlich drauf bleiben. Dann Blockade zu. Ist aber schon eine Glasfall.
dann muss man nochmal drücken, dass die Rampe einfährt. Und natürlich akustisch hört man das natürlich, dass dann die Rampe ausgeht. Natürlich haben wir hier hinten haben wir auch eine Rampe beräuscht. Die geht so. Also, dazu brauchen wir erstmal den Kinderschalter. Dass die hinten die Türen aufgeht. Dann müssen wir zur mittleren Tür gehen. Hier. Und dann, Dinge ist, dieser Knopf. Da fällt dann auch eine Rampe aus. Da fällt dann auch die Rampe aus. So. Kann man in den Fahrstuhl reinfahren. Dann können wir nochmal drauf drücken. Müsste eigentlich die Rampe wieder einfahren. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Ah ja, wenn die Tür zugeht, dann fährt auch die Rampe automatisch weg. Steigen wir sind noch vorne ein. Sollten wir noch vorne einsteigen. Und der hat geklickt. Hinten noch eine kleine Tempo-Test. Dann haben wir hier. Und jetzt kann ich euch das mal zeigen mit dem Meeting. Klick! Senkt sich der Bus rechts bei der Tür. Und drücken wir nochmal drauf. Und jetzt, wenn man die Haltestellenbremse fällt die Tür zu, ne? Und die Haltestellenbremse raus, fährt der Bus nicht. Dann muss man nämlich erst das Kneading ausschalten. Bei manchen Bussen geht es automatisch, dass er Kneading ein- und aus, dass er Kneading macht. Aber den muss man noch manuell. Dann haben wir hier wieder unsere Knöpfe für Elektrik, Licht. Wenn man da rauszieht, da aus. Wenn man reindrückt, geht die Elektrik an. Und wenn man den Hebel nach links klickt, geht das Licht an. Heizung habe ich euch ja schon erklärt. Dann haben wir hier, wie beim SD92 am Blinke. Ne, fangen wir erstmal an hier. Motor an, Motor aus. Unsere ist Motor an. Und der obere ist Motor aus. Dann haben wir daneben die Warnblinkanlage. Was für Gerät man und was das war. Im Hals. Die Warnblinkanlage. Man drückt. Blinkt da. Die Warnblinke an. Dann haben wir unten drunter die Nebelschlussleuchte. Das ist der 20 Uhr Schalter, den er hatte.
ist die 92 drin, der IN92 und natürlich der GN92. Dann haben wir hier linke Türfliege, rechte Türfliege, Haltestellenbremse. Wenn man drückt, aus, auszieht, Minuten. Dann geht natürlich auch das Licht an, an der Kasse, damit man gleich sieht, die Kasse. Und dann haben wir noch darüber Böhnwald. Kaltwald. Das ist Drive. Neutral. Reverse. Wie wieder alles auf Englisch sein. Einfach bloß Gas drücken. Also beim Rückwärtsgehen. Hinten. Rückwärtsgehen. Werbar. Kann man auch gleich mal seinen Fuß testen, ob alle Lichter funktionieren und reparieren muss. Dann haben wir hier unsere Haltestelle, unsere Signalgeber für die Haltestelle. Einen optischen Signalgeber für eine Haltestelle. Ja. Sind, die Sprengbremse draußen ist, dann dran, ups, zwei, hier den Knopf, ja, ich hoffe, man sieht es, ein Wagen hält. Und daneben ist natürlich wieder das, wie heißt das, IG-Abtrans-Display. Das haben wir natürlich im hinteren Teil vom Wagen auch. Ja. Oh, geht dann bloß vorne. Wenn ich vorne drücke, wenn ich hinten. Dann geht er hinten das Licht an. Und wenn wir jetzt die alte Temperaturkastung, gehen wir natürlich jetzt mal über mein Lenkrad. Ja, die blinken ja raus. Also, dann haben wir hier wieder unsere gewohnte Kasse. Ich hab's euch auf der beim SD92 habe ich euch erklärt, wie es funktioniert. Dann hier natürlich Wechselgeld. Diesmal habe ich auch wieder mit D-Mark, dann habe ich noch einen. Da ist dann, sind dann anstatt D-Mark Euro drin. War nicht schlecht. Das ist halt die normale Kasse. Und dann haben wir natürlich hier noch unseren Grad. Jetzt. Puppe. Unser Gaspedal. Bremse. Und unsere Haltestellen weiter. Dass sie nächste Haltestelle ansagt. Dann haben wir wieder unser IBIS. I ist mit den Ansagen. Eingabegeschwindigkeit 30. 0. Display. 30. Und wenn man die Sonderlinien fährt, auch noch verschiedene Codes, wie zum Beispiel, wenn man eingibt 130, den ist dann zum Beispiel E-Line, die Express-Line, 130E. Oder gibt es auch
Bei anderen Maps gibt es halt dann noch X und N und M und natürlich E und B und weiß ich noch alles für die kann man alle dann hinten, dann muss man erst die normale Haltestelle neu machen, also die normale Linien. Da muss man hinten halt dann seinen Code, einen bestimmten Code eingeben. So, wenn ich jetzt. Ja, genau. X36. Das ist vom Game Up. So, dann hinten bei 36 bis X noch. Aber jetzt gehen wir wieder ein, 130. Und dann kann man hier natürlich wieder seine Route eingeben. Dann haben wir 130. 01 von Ruhrleben nach Nervenklinik. Weil zurück ist der 02. Dann von der Radhausspandau bis Nervenklinik. 03 und 04. Geht es immer so weiter. Bis Fernbahnhof. Waldkrankenhaus, das letzte, ist dann 25. Waldkrankenhaus zurück. Und gibt hier dann so eine Route ein, sagen wir mal 01 Nervenklinik. Spandau, Nervenklinik. Achso. Dann gibt es natürlich wieder Krematorium Ruhleben. Fragen. Der Bus hat verfügt wieder SD 92 über Ansagen, weil es weiteren hat. Und die anderen Busse, die davor sind, hier habe ich Ibis 1. Ibis 1 drin und da ist keine Ansage. Haben wir hier noch die Heizung hier beim IN92 und beim IN92 ist Heizung oben links. Dann kann man hier einstellen, da mit dem Ventilator, wie intensiv es läuft, 3 Stunden wieder aus. Hier vorne, da kann man dann die Temperatur einstellen. Also, man muss tatsächlich das Gebläse anhaben. Aber ich gehe immer nie höher als so, weil die Heizung ist sehr stark. Und dann wird der Bus sehr schnell warm. Dann kann man hier noch einstellen, die verschiedene die Luft innen. Hier, dass der auf die Füße läuft, auf die Füße geht, das heißt für ein Fahrrad, und hier dann die Füße geht und innen. Haben wir hier natürlich noch Scheibenheizung. Kann man nicht beides anwählen. Dann haben wir Smog. Die Froster. Kann man hier auf Boden Luft schalten. Und ein Smog ist wieder. Das ist der Defroster. Der schaltet dann gleich ein. Schneller wärmer wird. Aber ich habe mir immer hier
nicht ein Verlangen. Eine aus. Haben wir hier oben wäre dann der Fahrplan. Nummer 4 ist warm ist. Wenn die Sonne kommt. Dann blendet sie. Und dann hier. Der Parallel da an. Hier. Und das. Seite hat das leider nicht. Manche Busse haben hier an der Seite auch meine Rollo. Dann kann man hier diesen manuell. Haben wir hier einen Notarn? Funktionierende Notarn? Man sollte aber nicht umspielen, wenn man vergisst, dann der Bus nämlich nicht. Dann haben wir hier noch Spannis. Man kann ihn fetzen. Hier. Im Gelenk. Ganz hin. Beiden Seiten. Stellen, dann Mitte, dass man noch hinten ist, und dass man noch hinten ist. Vorne. Haben wir noch. Man sieht es aber. Ach, gut. Auf dem Stiel. Dasselbe Cockpit. E für Elektrik. M für Motor. Haben wir die Lichter. Und hier fehlt halt. Hat auch Medien. Auch die. Die läuft. In der Wandscheide und Rollstuhl, Lampe, an und hinten, Heating, Heizung,
aber hier fehlt noch hier ist kein zweites Lämpchen Anzeige. Ja, damit ist keine Hilfe. Bitte? Ah ja, gut. Gewischwaschanlage. Das Knöpfchen hier. Und hier rechts. Unten Intervall. Aus. Rein. Und natürlich der IN92 auch. Dasselbe Cockpit. Auch diesen Knopf hier verwendet. Aber hier fehlt der Kriegsschutzknopf, wenn wir den Gelenk haben. Deshalb brauche ich eine. Brunsbütteler Damm, Ruhlebener Straße. Ja. Er braucht mit Boden seinen Papa. Hier, ich beide haben Willi. Die N92 hinterm Sitz ganzen Ziegel angeben kann. Aber dann gehen natürlich die Anzeigen nicht. Jetzt mal bei 5 bis 170 ist die Nervenklinik 155.
man hat Radarspanner und so weiter und so weiter. Da ist ja eigentlich plus 30 ist richtig und die 137. Andere Linien, die ich da alles hatte, ähnlich. Und natürlich ist es richtig. Nee, 039 Fahrschule, 149 Sonderfahrt, 150 Schulbus, 013 Betriebsfahrt und 130, das ist der Betriebshoffalle. Das soll ich aber zeigen. Ja, hier gehe ich mal rein. Einstädter Fahrschule und dann bin ich halt hier, da wenn man Betriebsrat macht, ja, die ganze Fläche waschen. Hier, nur eins. Ja. Man kann natürlich alles über die Tastatur steuern, die Bewegung der Tastatur. Ist natürlich im Umsicht stets auf der Anleitung steht von mir drin, welcher Knopf was mal Fahrscheine, Gewichtungscodes, Gewichtungen, Kurs zeigen, dass man das wenn man steht da ganz kurz, was man
alle drei Befehle rein, die es mit dem welche Knopf, aber Knopf, was für Funktion hat. Aber dann machen wir nochmal einen Wechsel. Ich beende. Gern mit ein bisschen meine Rechen ist. Und die mit der Perspektive habe ich euch auch schon erklärt. Aber mit F1 fahrer Sicht. F2. Hier ist F3. F3 bewegen. Scheiße. Monitor. Hey. Wieder? Bin ich auf das Bild ein bisschen schmaler, weil ich ja hier bloß ein 4:3 hat. Noch. Wissen Sie. Gleich mal. Hier müsste. Ach, hier. Ja, schon mal ein bisschen Probleme gehabt, wie hier zum Beispiel. Oh. Hier, das plötzlich das kann. Sehr schön. Und überhaupt nichts lädt. War denn die? Muss ich einfach nochmal anschauen.
Von der Straßenbahn wollte. War ich mit dem Citaro unterwegs? Mit der Feuerwehr mal unterwegs gewesen. Ja, ab und zu sind ein paar Bilder doppelt, ja klar. Alles nicht auf. Alles so cool. Auf das, wo da die vielen Busse hintereinander gefahren sind. Sind dann plötzlich 10 Busse hintereinander gefahren. Der merkt mir, das haut Vogel raus. Ja, ich habe gar nicht so viele Bilder schon gemacht. Nice. Bin auch zum Teil auch auf meinem Blog. Gefahren. Mannheim. Also. Alles. Mami. Habe ich mal probiert und es geht, dass ich den Zug übernehmen kann. Kann man mit dem Zug hin und her fahren. Oder zumindest eine Richtung fahren. Mit der S-Bahn kannst du in beide Richtungen fahren. Das war auf jeden Fall Wetter. Alheim. Lübeck. Da bin ich auch schon mit. Ja. So ja, S. Der kein SB anzeigen kann. Scheiße. Nur wenn ich das brauche, dann finde ich es nicht. Ich sehe ja nicht.
suchen. Im Internet nachschauen. Ah ja. Also so viele Busse hier stehen. Was ist das? Ah ja, dann. Genau, in dem Krankenhaus. Genau, da war es noch normal. Oh, ups. Kommt ihr dieses Bild auf einmal her? Ich glaube. Ah ja, mal. Kann ich euch noch mal ein Bild auf die Testfahrt stellen?
37. Dran seitdem, um sie einfach machen. Hier CPU, das sagte dann, wenn ein Punkt hier da, kann man dann den Bus übernehmen. Nach der Überweg kann man den Bus dann einfach, drückt man auf eine CPU, übernimmt der KI, nimmt dann den Bus, werden weg. Dann haben wir hier einen Plan. Kann man den Fahrplan einstellen. Geht aber nur, wenn man einen Bus hat. Kann man hier noch seine Linie und sein Fahrziel einstellen. Ist halt bei dem alten bei den alten Rollbänder, da kann man das. Dann haben wir daneben. Voilà. Polizei rufen. Wenn man einen Unfall gemacht hat, dann kann man die Polizei rufen. Wir räumen wir dann den Gegner weg. Ist aber auch spät. Dann hast du hier noch reparieren. Deine Fahrzeuge reparieren. Und hier tanken, waschen. Was ein Bus der Auftanken. Bei manchen geht es wieder in der Tankanzeige. Wird danach der Anzeige. Tank ist fast leer. Bitte tank. Geht auf den Betriebshof. Und an der Tankstelle. Dann hat man hier. Fragezeichen. In die Fahrgeräte. Man weiß, man sieht, man sieht, man sieht.
nehmen, Uhr. Und dann nur einstellen. Geht bloß die Uhrzeit, Tag einstellen, 12 Uhr abends, 14 Uhr am Tag, 20 Uhr morgens. Reelle Uhrzeit, direkt die aktuelle Uhrzeit. Datum kann man nur außerhalb der Stadtbild einstellen. Der Wochentag, der Ferien. Ich werde wieder einstellen. Das Wetter, das ist immer drin. Da haben wir Frühnebel, Dämmerungsnebel, Eiskälte, Frühwehr, Wald, starker Schneefall. Hier kann man dann einstellen, reales Wetter von seinem, von seinem Ort. Hier kann man hier noch einstellen. Ich reise einfallen. Niederschlag. Wind. Warmes Bild. Luftdruck. Ja. Ja. Hat man hier noch seine Fahrplanauswertung, Fahrerakte, ja, ich habe den noch nicht ausgerechnet, deswegen. Oder wenn man auf Escape drückt, kommt dieses Menü. Zurück zum Spiel gehen. Neues Spiel starten. Speichern. Und einstellen. Einstellen. Tastatur, die ganzen Belegungen. Eingabegeräte, also Lenkrad, Joystick und das, was man. Ich tue das ja mal nicht drücken, weil das dauert immer. Eigentlich nicht. Dann hat uns ein bisschen Sötchen, 3 Generationen, 305, Nutback habe ich, Hamburg habe ich, 35i habe ich und hier einstellen, Verkehr, Fahrzeuge von BKW-mäßig nicht zu hoch stellen, weil sonst ruckelt bis wie die Arschen. Gedreht, das ist gut. Faktor Straße. Kann man vor wegen wie viel Autos voll die Straße sein soll. Fahrplanpriorität. Man bloß einen Bus anzeigen. Wir zeigen dann alle Fahrzeuge mit. Die KI-Busse und die Züge reduzieren. KI-Weste. Geht ja um. Na hier. Ja. Ah ja, hier. Genau, hier steht alles. Und wenn man auf die Zeige mit dabei, dass die wach. Könnte man was reduzieren, dass bloß ein paar Autos fahren, ein paar Autotypen, wie die Menschen einstellen, heute an alle Stelle gehen, Geräusche, Gesamtlautstärke, Down. Würde schon ein paar einstellen, weil sonst fehlen wir gleich. Dann die Sounds vom Haltestellen an. Bayern hat oder? Dann vielleicht noch die Stimme. Da war es. Dann kann man hier noch einstellen. Alle Fahrzeuge haben. Andere Fahrzeuge haben Sound. Nagelrad Sound. Bei
War ich gar nicht und hab der Effekt war aber ja nicht. Hat man hier ja. Grafikerweiterung. Seitenverhältnis. So Textur. Anderen alle Texte. So. Ja, das weniger ist. Da kann man hier einstellen, ob der ökonomische Effekt der Fotos um den Spiegel. Wann der einschalten soll und wenn er ausschalten soll. Dann haben wir hier mit die Kachelreduktion den Speicher. Und Größen. Verschiedene Maps. Dann haben wir hier noch die Wiederholungsrate. Ich. Ja, ich glaube. Und ich. Blendet. Das blendet. Den Kacheln erst laden soll. Echt nicht. Ein oder zwei Kacheln. Da auch. Was er halt laden soll. Was ja. Der hier. Da hast du. Objekt Sichtbarkeit. Dieses Objektgröße. Zoomen. Ist für hier gedacht. Partikelsystem. Da siehst du wie direkt der Bus nachsaut hinten. Hat ein komplettes Objekt. Werden alle Objekte geladen. Was der. Hier noch so ein Regen ist. Wenn man hier einstellen, eine Fahrzeuganalyse macht, Fahrerfigur im eigenen Bus, Fahrscheinverkauf, Dialog, der Infozeile anzeige, also wir können rufen, automatisch speichern, wir noch die Fehlermeldungen anzeigen lassen, die Kollisionen, oh, KI-Fahrzeugen, anzeigen. Die müssen alle an sein. Wir schauen jetzt, habe ich nie an, weil es macht das Spiel unstabil. Langsam. Gut, bei meinem macht es nichts aus. Und hier lädt er noch nicht jetzt ab, dass ich ganz am gerade laden soll. Ja, ich habe eine Sprache. Hier so voreingestellte Grafikeinstellungen hier für. Also ganz einfach. Um sie, was ich jetzt bitte springen. Wahrscheinlich Verkauf einschalten. War wurde erweitert. Können wir hier noch einen Radiosender einstellen? Also einen Link neu. Oder kann man das hören? Boah. Die Kopfnummer einstellen vom Fahrer. Kopf bewegt. Welche Übergänge Fahrer Sicht fährt sich eigentlich auch? Das ist dann, wenn es einen Übergang gibt, in den Fahrerperspektiven. Alternative Steuerung, das meine ich. Zoomen kann Shift und rechts unten rechts und links mal und mal ungefähr auf mal Lenkradzentrierung Zentrierung mal Kupplung dynamische Lenkgeschwindigkeit Vision dann auf die Uhrzeit einstellen Datum Jahr und so schlechter man das einstellt, muss reparieren. Der Eingabegeräte hat dann einen Link da drin. Dann gibt es natürlich noch die Beenden. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend.
Jetzt will ich. 20 Uhr. Ist nicht schön.